Hier gibt's Krawall. Geralt, wie immer genau zur rechten Zeit. Sultan, wie immer mit dem Stiefel in fremden Ärschen. Wer waren diese Männer? Örtliches Gesocks. Ich war nur einen Moment lang weg und schon haben die sich bei uns breit gemacht. Na schön, da ist wohl ein Frühjahrsputz fällig. Ich muss sie alle rauswerfen. Hilfst du mir? Mit Vergnügen. Wir können die nicht anbringen! Nicht schon wieder. Faustkampf. Ah, genau wie in alten Zeiten, was? Ja, als hätten wir Bergen nie verlassen. Komm zu, Papa! Alter, ich kassiere zu viel. Steht mir auf. Na also, das lief gut. Jetzt können wir uns endlich anständig begrüßen. Ist ja ewig her. Na, Sultan, gut siehst du aus. Bin in letzter Zeit gut in Übung. Mahakama Med kann man jetzt im Krieg natürlich vergessen. Aber redanisches Bier ist auch nicht verkehrt. Aber du siehst mitgenommen aus. Was betrübt dich? Es geht um Ciri. Ich weiß, dass sie in Novigrad war. Oder noch ist. Du meinst, sie ist zurück? Donnerwetter! Ob ich sie überhaupt erkennen würde? Wie lange ist es her? 6 Jahre? 7? Aber was würde sie hier wollen? Sich verstecken, schätze ich. Sie könnte in Gefahr sein. Hast du von ihr geträumt? Ein paar Mal. Von ihr und der wilden Jagd. Oh, nicht gut. Nein, aber ich weiß, dass sie hier war und mit Rittersporn gesprochen hat. Dann haben wir ein Problemchen. Wo ist Rittersporn? Ha, das wüsste ich auch gern. Vielleicht könnte er mir erklären, was zur Hölle hier los war. Ich bin gerade zurückgekommen, wie du gesehen hast. Hab mich auf einen Schweinebraten und ein kaltes Bier gefreut. Und was erwartet mich? Ein Saustall! Rittersporn weg, die Taverne rappelvoll mit Männern. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Gute Idee. Fangen wir im Erdgeschoss an. Da sitzt und schreibt er immer. Ich hab hier ja schon was gesehen. Da brauche ich keinen Hexersinn dafür. 10 Fässer trockener Toussaint, 5 Kisten dreifach gebrannter Met aus Sodden. Hier ist nichts. Doch, das hier ist genau das, was wir suchen. Sein Terminkalender. Rittersporn und Planung. Köstlich. Außerdem dürften seine Einträge hier einem Spezialsystem folgen. Chaos, das nur er entziffern kann. Meistens. Gib dem Ding eine Chance. Vielleicht ist es nicht so schlimm. Mit diesem hübschen Etablissement hat er auch hübsch viel Verantwortung geerbt. Zum Beispiel Buchhaltung. Außerdem hat er sich angewöhnt, seine Termine zu notieren, offizielle und private. Wen hat er in letzter Zeit gesehen? Na, wenn das Ziel ist. Er hat sich in letzter Zeit nur mit Frauen getroffen. Der Hund. Sultan, bitte. Du willst die Frauen aufsuchen, die Rittersporn in letzter Zeit umgarnt hat? Die dürften mittlerweile recht wütend sein. Hast du eine bessere Idee? Außerdem ist Rittersporn eine Plaudertasche. Bestimmt wissen sie, was er so getrieben hat. Wir sollten sie irgendwie aufteilen. Vielleicht... Ach, scheiß drauf. Ich frag die Mädchen auf meiner Seite, du die auf deiner. In Ordnung? Sultan, warte. Das ist in Reimform. Und das findest du weswegen ungewöhnlich? Na toll. Wir treffen uns hier, wenn wir fertig sind. Tauschen uns aus. Recht hast du. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, bevor ich gehe. Ich habe keine Lust, in dieses Chaos zurückzukommen. Und du hast deinen Teil besser gelesen, bevor du abdampfst. Wenn du was brauchst, ich bin nebenan.
Aha, Nies Rittersporns Terminkalender in Reimform. Na, sehr toll. Eine fette Truhe. Oh, das Nager, da können wir unser Zeug. 14 Rüstung. Wie viel hat unser aktuelles Ding? Rüstung. Aha. Was wir die hier abgelegt haben. 6 Rüstung, 6 Rüstung. Okay, gleich mal 14 Rüstung austauschen. Jetzt braucht es minus 1 Reparatur, aber was soll's. Haben wir noch wertvolle Sachen im Lager? 41 Schaden, können wir alle verkaufen hier. Inzwischen ist es wertlos. Und die Bücher können wir vielleicht hier ablegen. Im Lager. Machen wir mal später große Lesestunde. Ganze Notizen, die wir jetzt nicht brauchen. Festgegenstände behalten wir natürlich. Der Terminkalender. So, ich würde mal sagen, dann soll es das heute gewesen sein. Wenn ich den Stream für heute und dann lesen wir weiter Sporns Terminkalender beim nächsten Mal und schauen uns hier noch ein bisschen in der Bude um. Und ja. Dann schauen wir beim nächsten Mal weiter, wie es hier weitergeht. Ob wir Ciri finden. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile brauchen, Ciri zu finden. Es wird nicht im nächsten Stream und auch nicht im übernächsten Stream sein. Jetzt ein paar Sachen, die wir nicht lagern können. Aha. Ja, hier sind wir beim nächsten Mal, letzten Mal stehen geblieben. Haben wir die Kiste hier schon begutachtet. Ja, das ist unsere Lagerkiste. Hatten wir uns nicht zwischendurch mal ausgerüstet. Blaue Handschuhe, 59 Rüstung, 30 Rüstung, ja okay. Rüstung, 14 Rüstung. Ja, wir haben jetzt zwischen blaue Handschuhe, weil die mehr bringen. Nies Rittersporns Terminkalender, das ist jetzt die, was spuckst du hier so rum, Zwerg? Sultan ist hier. Okay, jetzt im Inventar wollte ich mal gucken. Wo haben wir hier? Ritterspurens Terminkalender. Einmal lesen. Rosa war Altre. Von Adel spricht Rosanie unverbrannt. Wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was scherzt sie der Anstandsunterricht. Sie schwingt jetzt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Bezaubernde Villa mit großem Garten in Gildorf. Molly, zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Gildorf, Villa neben der Leichenhalle. Okay. Vespula, gleich schüchtern ihr Blick, kein Liebesscheut, und mein Herz hier schmilzt, fragt sie mich, wie wär's heute. Fenwick-Wäscherei an der Punta-Mündung. Marbella, ich verstehe kein Wort. Himmlisch tönt
Ihr Geschrei hinter geschlossenen Türen, doch auf der Bühne vor lautem Schnarchen ist es kaum zu hören. Die Scherben am Armenplatz. Initial ein einsames Wesen von zweifacher Art, gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Schneiderei gegenüber der Gerberei. Ja. Das Anschlag mit 7 Katzen an. Das Ritterspurztermin kann haben wir gemacht. Ah, okay. Sprich mit Vespula, sprich mit Eile, mit Inihal, sprich mit Marbella und Zoltan und Molly. Zum Glück haben wir ein kleines Navi. Dass wir die finden. Ach, hier schon. Mit Zoltan sollen wir sprechen. Noch immer hier? Suchst du was? Ach, ich will nur gucken, ob die Strolche auch nichts mitgenommen haben, um es zu versetzen. Eigentlich ist es gut, dass du noch hier bist. Ich wollte dich nach jemandem fragen. Ja, und zwar nach einem. Zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch verschmäht sie nicht das Stroh der Weide. Molly, Kammerzofe der Baronin Lavalette. Eine Baronin in Reichweite und Rittersporn nimmt die Kammerzofe? Rittersporn beurteilt die Leute doch nicht nach ihrem Stand. Du weißt doch, was er sagt. Im Alkoven sind wir alle gleich. Tja, ein echter Poet beobachtet alle Aspekte des Lebens und untersucht es aus allen Perspektiven. Tja. Wüsste ich es nicht besser, würde ich denken, dass er wegen dieser Marabella eifersüchtig ist. Ach, wohl kaum. Ehemalige Schülerin und nach den Geschichten, die er mir erzählt hat. Die will ich bestimmt nicht hören. Nein, willst du nicht. Das Ding zwischen ihnen ist irgendwann seltsam geworden. Was meinst du damit? Er sollte sich verkleiden und sie begann ihn Christian und sich Anastasia zu nennen. Wirklich pervers. Das war nicht mal alles. Sie nannte ihn ihren Hengst. Der Depp war natürlich geschmeichelt, bis sie Kandare und Zügel aus dem Schrank holte. Der arme Kerl ist durchs Fenster geflohen. Ein paar Spielchen im Bett. Wer drauf steht? Vespula. Kommt mir bekannt vor. Hat sie nicht mal seine Unterhose aus dem Fenster geworfen? Genau. Hat sie nicht gebrüllt, er sei ein Mistkerl mit der Stimme eines krächzenden Fasans? Genau. Und ihn mit Blumentöpfen beworfen? Alte Liebe rostet wohl nicht. Tja. Von Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Zwerg? Für so bescheiden hätte ich ihn nicht gehalten. Rosa war Atre, hat ihr Gwihir Zwerg genannt. Guter Name, was? Ihr Vater ist ein Nilfgaarder Adliger in der kaiserlichen Gesandtschaft. Rittersporn sollte Rosa und ihre Schwester in Rhetorik unterweisen, aber die kleine Rosa war mehr am Schwertkampf interessiert. Sie hat es gewagt, den großen Barden zugunsten eines gewöhnlichen Schwertmeisters zurückzuweisen? Wohl nicht nur ihn. Erst letzte Woche hieß es, dass wieder ein Lehrer vertrimmt wurde und aufgegeben hat. Angeblich sucht ihr Vater jetzt wieder ein Opfer. Einen Lehrer, meine ich. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art. Gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Aha, von dieser scheint er fasziniert zu sein. Nicht ohne Grund. Ich bin zwar nicht an Elfenfrauen interessiert, aber diese ist außergewöhnlich. Selbst Francesca Finderbeer wäre eifersüchtig. Willst du dich also um sie kümmern? Nee, du kannst sie haben. Warum? Weißt du, Elfenschönheit ist wie ein junger Beauclair-Wein. Und ich bin eher ein Freund des Wodkas. Aha. Ich hoffe, ich muss mir das nicht erst merken. Nun, ich weiß, was ich wissen wollte. Danke für deine Hilfe. Ich hoffe, dass das Hilfesystem im Spiel
führt mich zu den Punkten. Lauf gerade mal zum ersten hin. Das scheint hier schon zu sein. Ich zahle jeden Kopper zurück. Mit Zinsen. Gib mir eine Woche. Bitte. Hurensohn ist kein Bankier. Er ist ein ehrlicher Mann. Zahl pünktlich und er beschützt dich. Und wer ist der Hurensohn? Hilfe! Was soll das Geschrei, blödes Huhn? Worauf hoffst du? Auf einen Ritter in schimmernder Rüstung? So ungefähr. Halt dich da raus, Graukopf. Nicht dein Problem. Geht. Jetzt. Hör mal. Du hast vielleicht zwei Schwerter, aber wir sind zu viert. Ja. Das wird doch nicht viel helfen. Besseren Tribut abzuzwingen. Da habe ich wohl nicht viel zu befürchten. Da irrst du dich aber. Na, werden wir sehen. So, wer noch? Den habe ich mit einem Schwerthieb gekriegt. So, haben wir es jetzt. Blut besudelt. Alles. Die ganze Arbeit. Umsonst. Dank mir nicht. Es war nicht der Rede wert. Versteh mich nicht falsch. Ich bin dankbar, aber was ich hatte, habe ich alles verloren. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir kennen uns. Tja, ich... Doch, ich kenne dich. Du bist dieser Hexer, auf dem ich fast die Vase zerschmettert hätte, als... Naja. Als du Rittersporn rausgeworfen hast. Vom Balkon. Er ist übrigens der Grund meines Besuchs. Weißt du, wo er ist? Bestimmt hurt er schon wieder herum, dieser krächzende Fasan. Der verlogene Schuft. Autsch. Was hat er dir denn getan? Das gleiche wie immer. Dieser König der Schwätzer kam zurück und meinte, diesmal wär's für immer. Und dann? Keine Woche später fand ich ihn am Hafen mit einem Flittchen im Arm. Tja. Da platzte mir der Kragen. Erst all die Fragen über die Wäscherinnen aus dem Badehaus und dann das. Ich hab ihn windelweich geprügelt und im hohen Bogen rausgeschmissen. Diese Frau, mit der er am Hafen war, wer war sie? Er hat sie als Nichte aus Kovir vorgestellt. Wohl eher aus Hurwir. Ihr Korsett war so eng, der sind schon die Augen aus dem Kopf gequollen. Seine übrigens auch. Garantiert Künstlerin. Der wird zwar so schlecht. Ist sowieso ein und dasselbe. Rittersporn hat dich über andere Wäscherinnen ausgefragt? Nicht gerade geschickt. Selbst für ihn. Vielleicht steht er ja auf Schaum. Möglich. Aber was wollte er denn eigentlich wissen? Oh, alles Mögliche. Wirklich. Wie es so im Badehaus ist, ob ich Freundinnen dort hätte, wann sie arbeiten würden. Weiß nicht. Vielleicht will er eine in seiner Taverne anstellen. Vielleicht rege ich mich auch umsonst auf. Werden wir wohl rausfinden, danke, früher oder später. Hör mal, wenn ich Rittersporn sehe, soll ich ihm irgendwas ausrichten? Nein. Das heißt, sag ihm, er ist eine miese Schlange, aber... Er darf trotzdem gern vorbeikommen. Aha. So sieht's ja so aus. Können wir die Leichen nochmal looten? Nur ich habe hier ein paar Leichen hinterlassen. Können wir die... Ah ja. Hier. Mhm, da war was Interessantes. Armbrustbolzen, Breitkopfbolzen. Ja, die Waffe können wir noch nicht benutzen. Da brauchen wir, glaube ich, benutzt Stufe 21. Ja, die können wir noch nicht. So, unser Silberschwert ist fast kaputt. Da wollten wir uns noch merken, bis wir genügend Geld haben. Stufe 11 braucht man, dafür haben wir ja sogar schon. Brauchen wir noch, da können wir jetzt mal zum Schmied gehen, bevor wir hier noch weitermachen.
Da gab es einen Schmied im Dorf, den wollte ich mir in der Stadt, den wollte ich mir einen Silberschmerz machen lassen. Kurz mal die Schwerter vergleichen, die wir hier haben. 7-9 Schaden. Kann man verkaufen. 82 bis 100 Schaden. Oha, ist gar nicht schlecht. Na, was will ich damit? Okay, ich wollte auf jeden Fall mal. Ob ich den noch wieder finde. Die Frage ist, ob der dann immer noch das gleiche Angebot hat. Komm schon. Aber in der Stadt, da gab es doch. Ein Schmied. Wenn das mal nicht der hier war. Hat sogar eine Quest für uns. Einmal in Abgrund gesprungen. So muss das. Da ist der Bastard. Oh, heiligstes aller Feuer. Das ewige Feuer wird. Komm her, Blitzer. Los, lauf! Okay, kann ich nicht galoppieren. Hilfe, rette mich, ich sterbe. Und dann mal auf zum Schmied. Schon wieder Regen, verdammte Magier. War das der hier? Die Reparatur geschafft. Nein, er gemeint, ich hätte die falsche Adresse. Er würde jetzt Nödel verkaufen. Leckere Hexe. Reiern oder nicht reiern? Das ist hier die. So, Hupse. Reihen oder nicht reihen. Das ist hier die Hopsala. Sehr schön. War da nicht hier der Schmied? Schmied, wo hältst du dich ab? Ich war mal die Reparatur so geschafft. Nein, gemeint, ich hätte die falsche Adresse. Er würde jetzt Knödel verkaufen. Jonas hat geschworen, dass es Hattoris wäre. Kam mit Garantie. Der hat nur eine Nebenquest oder was? Nee, das war der nicht. Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Donnerwetter. Ein Wattgern in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Machst du Witze? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist aus Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. 40,5. Beeindruckend. Du bist offensichtlich vom Fach. Ich bin Aper Hattori, früherer Meisterschwertschmied. Heute Meister Knödelkoch. Wärst du ein Silberschwert? Ist mir eine Freude, Geralt. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? Drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst, schmiedest du noch Schwerter? Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Umfangreiche Sammlung. Erstklassig obendrein. Danke. Die habe ich als Andenken behalten. Der eine Schmied hatte einen Silberschwert zum Verkauf. Deswegen habe ich gewartet, verdammt, bis schade, elf, du keine bis mehr schmiedest. Und ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe.
Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Der oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Hast du versucht zu verhandeln? Mit van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard. Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn, oder verschwinde aus dem Geschäft. Verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Würdest du mir helfen? Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Wie denn? Begleite mich zu einem Treffen. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Ja, der König würde kein Embargo dulden, das Hacker verhängt hat. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Darf ich mir auch was aus deiner Sammlung aussuchen? Vergiss den Schrott. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Er braucht eine Lektion. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung. Das klingt nach einer guten Idee. Lieber ein Katapult oder Tribok? Gut. Vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Quest. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Wenn man da ein Silberschwert für uns hat. Momentan sieht es gerade nur nach Stahlschwert aus, aber mal schauen. Wenn nicht, suche ich nochmal den anderen Schmied auf. Hier gab es auf jeden Fall schon mal ein Schwert, was dort was zum Verkauf stand. Quests. Geh nach Einbruch der Dunkelheit zu den Docks. Okay, danach machen wir hier weiter. Erstmal die Quests. Wir unterbrechen die Hauptquest gerade für eine kleine Nebenquest. Sofort jeder Schritt von dir beobachten. Kannst mich gern beobachten. Ich stream's live auf Twitch. Kannst zugucken. Hey, Schönling. Hast du einen schlechten Zeitpunkt für einen Spaziergang durchs Viertel ausgewählt? Okay. 16:16 Uhr, naja. Einbruch der Dunkelheit. Ist relativ. Oh, wir haben einen Charakterpunkt. Dann würde ich mal sagen. So, meditieren. Einbruch der Dunkelheit, das heißt 21 Uhr vielleicht. Noch Sonnenuntergang, aber. Oh. Hallo, das ist der Ort. Hallo, Hexer. Er ist in der Nähe. Bereit? Eine schöne Schlacht am Sonnenuntergang. Wunderbar. Warum nicht? Komm. Die nächste Begleiterquest. Der Mann vom Bettlerkönig. Man nennt ihn Blechbursche. Was weißt du über ihn? Nicht viel. Wird schnell wütend, also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns.
Essen nicht abschlachten. Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Oh, na. Also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein, aber vor allem muss die Kasse stimmen. Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? 35. Tiefer gehen wir nicht. Ein Viertel ist unsere Grenze. Wir legen noch einen Ladenrabatt drauf. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Nichts da. Los, verdammt. Jungs. Gut, wir nehmen das Angebot an. Aber vielleicht sollten wir... Du solltest nach Hause gehen, Elf. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Werden wir ja sehen. Verdammt, wer ist das jetzt?